Wer ist grün? Wer ist auch grün? Grün. Die Gruppe gelb, bitte. Wenn keine Haut wie eine Hülle mich umgeben wird, wo fange ich an dann? Oder besser noch, wo höre ich auf? Oh, bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Blödsinn, das haut nicht hin. Das ist eine unsichtbare Sicherheitszone im urbanen Zwischenraum und Sie werden jetzt alle gescannt. Willkommen! Einmal, das war am Flughafen von Sydney. Da hat mir der Sicherheitsbeamte nach dem Security-Check wohlwollend auf die Schulter geklopft und zu mir gesagt, hey, well done. Das hat der Sicherheitsbeamte am Kingsford Smith International Airport in Sydney zu mir gesagt, well done. Ja, natürlich ist es auch eine Frage der Vorbereitung, ja? Weil die überdurchschnittliche Performance im Security-Check geht mit einer optimalen Vorbereitung einher. Also ich liege viel, viel lieber, ja? Beim Liegen kommen auch die Leute zusammen. Also ich meine, die kommen zu und ineinander. Halt, Entschuldigung, das kommt erst. War nicht wahr, ja, also okay. Wozu bin ich hier angetreten? Ich hab auch geübt. Ich weiß eigentlich auch nicht so genau, wieso ich jetzt schon wieder damit anfange. Ich meine, wieso ich einfach nicht damit aufhören kann. Wieso mir dieses Video und weitere Verweise dazu und darüber andauernd wieder in mein Gehirn kommen. Und wie man hin und immer wieder Wörter über dieses Video in meinen Mund bekommt und nicht damit aufhören kann, ja einfach nicht aufhören will. Wie ich diese Gedanken irgendwie dann aber doch wieder hinbekomme, den Weg durch meinen Mund entlang und zwischen meinen Lippen hinaus in die Welt zu finden, obwohl es doch schon so lange her ist. Obwohl es doch wahrscheinlich von allen längst gegessen und anschließend verdaut worden ist. Also im Magen der Moderne, die Realität schon längst zerkaut worden ist, ragt über mein Wissen ehrlich gesagt weit, weit hinaus. Der Zynismus ist die einzige die Realität beschreibende Denksportart in Zeiten des Hyperindividualismus. Achtung. Junge Frau. Und steht da wieder eine vor dem Schaufenster, als würde sie mich durchschauen. Und sieht mich an, als wollte sie noch etwas anderes in mir drin sehen, als wollte sie... Oh, ich bin da ganz verspannt. Oh, ich fühle mich heute so steif, so unbiegsam fast an, als wäre ich nicht das Fleisch und Blut. Ich habe schon lange keine Dehnungsübungen mehr. Zumindest Yoga, Sonnengruß, das könnte ich wirklich wieder mal. Also ich lasse mich so drehen und wenden, wie es mir gerade passt, ja? Also Ihnen. Ach, und allen anderen ebenso. Ich meine, der Markt ist doch schließlich groß. Mir geht doch alles irgendwie so schnell, dass die Bilder verschwimmen und auf eines zusammenschnurren und das bin dann wahrscheinlich ich. Nein, die andere junge Frau. Achtung, junge Frau. Bin ich die junge Frau? Ja. Sie müssen Ihre Seele nicht in den Sommer halten. Schön, das ist super. Ich entferne systematisch das Handy, das Portemonnaie, den Reisepass, den Wohnungsschlüssel, das gastgefüllte Plastikfahrzeug, die Kaugummipackungen aus meinen Hosentaschen und packe alles in das vordere Fach meines Rucksacks. Ja? Ich öffne die Gürtelschnalle, befreie die Hose vom Gürtel, ich ziehe meine Jacke aus. Und dann hole ich den Computer aus dem Rucksack. Ich stehe optimal vorbereitet da,
an deinem Platz in der amerikanischen Wartestelle, ja? Den Rucksack auf dem Rücken, den Computer mit beiden Händen vor mir hertragend, wie so ein Serviertablett, auf dem Jacke und Gürtel gebracht werden. Das Privates von dem Öffentlichen streng zu trennen ist, das ist die höchste Kunst vergangener Tage. Das Private hinzutragen, so da vor das Öffentliche, allerdings so, dass der Blick darauf unverstellt ist, also dass der Blick auf vieles andere jetzt verstellt ist, das ist die größte Kunst. Also wenn es nicht die größte ist, ist es zumindest meine, also unsere. Heute Nacht habe ich geträumt. Heute Nacht habe ich geträumt. Ja! Oh, ich kann mich auch beim besten Willen nicht daran erinnern, dass ich jemals etwas geträumt. Aber glücklicherweise habe er sich der Worte erinnert, sagte mein Vati, die ihm sein eigener Vati mit auf den Weg gegeben habe. Und zwar nämlich, dass man nur mit dem Herzen gut sehe. Weil ja schließlich das Wesentliche für die Augen unsichtbar sei. Dass es ja schließlich das Wichtigste sei, dass man wisse, woran man glaube, wiederholte mein Vati Großvatis Wortlaut. Und dass nur die, die auch ohne zu sehen glaubten, woran sie glaubten, wirklich Gläubige seien. Also eine total auch innerlich echte Geschichte, die sich endlich in Worte fassen lässt. Das wäre schon was Schönes. Je näher man etwas betrachtet, desto weiter entfernt man sich davon. Ich meine, ich würde sie total gerne kennenlernen, aber ich weiß nicht, wie das geht. Wenn ich alles von ihnen weiß und das alles ist ja auch nur das, was ich bin. Es gibt mich. Ich bin erfasst. Ich bin amtlich vermerkt. Ich verfüge über eine Geburtsurkunde, eine Taufurkunde, einen Staatsbürgerschaftsnachweis. Ich verfüge über ein aktuelles Bauernzeugnis, ein Maturazeugnis und über den Nachweis der Erbringung des Zivildienstes. Es gibt mich. Hey, ich habe zwei Banken und drei Kreditkarten. Es gibt mich. Ich hab eine IP-Adresse, zwei E-Mail-Adressen, vier Handynummern und 128 Freunde bei Facebook. Es gibt mich. Es gibt mich. Und es wird mich immer geben. Und unauslöschlich. Es gibt mich, weil es ist heutzutage nicht so wie früher, vielleicht. Früher hatten wir kein Geld, aber dafür Liebe. Heute haben wir Liebe als Backup-Power, als Schulterklappe. Du schaffst das schon, Reflex! Um im ökonomischen Karussell an unserer Effektivität zu fallen. Sie halten an und nehmen meine Haltung ein. Als gelte es in mir, sich selber zu entdecken. Und wenn sie nicht vom Strömen, von der Masse fortgerissen werden, sieht man sie bald im selben Outfit auf der Straße stehen. Dann trägt die Masse sie, trägt weiter, sie schon ist sie um die nächste Ecke dann verschwunden. Nie, dass das doch wohl nicht wahr sein könne. Dass das doch wohl nicht der Wahrheit entsprechen könne. Weil der Krieg gegen den Terror doch ganz persönlich von Gott bewilligt worden sei. Und erst nach Tagen drang das, was da geschehen war, in meinen Kopf. In mein Gehirn und ich verstand, dass mein Vati in einer Welt wie der diesen einfach keinen Glauben mehr gesehen hat. Das Verschwinden der Bilder ist kein langsames Verschwinden gewesen. Schließlich haben wir das Äußerste ziemlich lange zur Schau gestellt, um hinter der totalen Innerlichkeit verschwinden zu können. Was da im Verborgenen liegt, muss von dem Blick geborgen werden. Gestern haben wir hier einen Mann aufgegriffen, der behauptet hat, er wäre an allem beteiligt. Voll mit dabei, voll drin, an allem beteiligt. Wir sind hier für die Sicherheit verantwortlich und wenn der uns jetzt zu Start-up-Milliardären macht, schön und gut, und er hat immer noch weiter geschrien, an allem, alles, ich bin voll mit dabei. Hast du es gesehen, Charlie? Hast du das Video gesehen? Mit deinen eigenen Augen im Fernseher gesehen? Sag mal, Charlie, ist das nicht deine Stimme, die darin spricht? Und wer weiß? Vielleicht wäre alles ganz anders verlaufen und mir nicht wie ein Bodensatz im Magen liegen können, wenn ich doch nur etwas früher diesem Video gewahr geworden wäre. Und doch werde ich im Rücken noch dieselben Blicke spüren, nur dass sie sich abwenden. Sobald ich mich zu ihnen drehen werde. Ich werde laufen, immer schneller werde ich laufen durch die Stadt. Doch an keiner Kreuzung werden sich die Blicke kreuzen wollen. Ich werde weiterlaufen, immer, immer, immer weiter. Und aus den Augen heraus werden flüssige Glassplitter laufen.
schönsten Selbstverwirklichung. Ich werde sein wie ihr. Mein Fleisch wird zittern. Es geht nicht. Well done. Alles okay. Draußen steht die Fremde, die Vertraute. Schwing deinen Vorschlag, Hammer. Auf der anderen Straßenseite, schauen Sie sich das an. Heute passieren so viele Katastrophen und das gleichzeitig. Heute passieren so viele Katastrophen und das gleichzeitig.